Dieter Hammervorden. Ich bin trotzdem willkommen, obwohl ich nicht gemeint war. Sie können mich jetzt Frau Illner nennen, wenn Sie wollen. Ja. Herr Hallervorden, wie schön, dass Sie da sind. Warum haben Sie eine Schokolade dabei? Mein Talisman. Ein Talisman, aber nicht für mich jetzt. Sie können gerne abhaben, wenn Sie wollen. Ich bin genügend da. Wenn wir richtig gerechnet haben, ist das hier, ich weiß gar nicht, die wievielte Bundestagswahl, aber Ihre erste müsste 1961 gewesen sein. Da waren Sie nach Berlin gekommen, 3 Jahre vorher aus der DDR. Und es stand Adenauer gegen Willy Brandt, den damaligen regierenden Bürgermeister von Berlin. Können Sie sich noch daran erinnern, ob diese Wahl für Sie was Besonderes war? Die war was Besonderes, aber ich will Ihnen erst mal erzählen, wie meine erste Wahl abgelaufen ist. Die war nämlich in der DDR noch. Mhm. Und zwar gegen 17.20 Uhr klingelt es an meiner Tür. Und vor mir standen 2 Verkehrspolizisten, also Vorpos. Die meinten, ob ich denn meine staatsbürgerlichen Pflichten schon erfüllt hätte. Und führten mich tatsächlich, ich war in Schockstarre, also was war mir noch nie vorgekommen, führten mich tatsächlich zum Wahllokal. Ich habe dann zwar ungültig gewählt, aber es ist ein Erlebnis, was mir ständig in Erinnerung geblieben ist. In der DDR war man ja auch bei den Wahlen uns weit voraus. Man wusste ja schon ein Jahr im Voraus, wer gewinnt. Und das heißt, der Kontrast war dann in Berlin? Ja, das war toll. Also für mich zum ersten Mal als freier Mensch in eine Wahlkabine gehen zu können, diesen Wahlzettel zu haben, die freie Auswahl zu haben, nicht beobachtet zu werden, nicht hingeführt zu werden. Also ich hätte, wenn ich das Geld gehabt hätte, mit Champagner angestoßen. Aber ich habe mich mit meinen Freunden wahnsinnig gefreut. Ich fühlte mich wirklich wie ein Souverän. 3 Jahre vorher eben aus der DDR gegangen. Wir haben ja gerade über viel über Freiheit geredet. Ich weiß, dass Freiheit das Wichtigste für Sie war und deshalb sind Sie aus der DDR damals ja noch geflohen zu der Zeit. Was für Unfreiheiten, einfach nur damit wir es nochmal mitbekommen, wenn wir über Freiheit reden und Unfreiheit, was haben Sie erlebt an Unfreiheit in der DDR? Nun, es war einmal die Gleichschaltung aller Medien, auch der Presse und so weiter. Aber es war vor allen Dingen für mich in der Schule und beim Studium so, dass der Staat überall seine Finger mit drin hatte. Was für ein Hinterwitz, dass die Leute, die Theologie studierten, auch gleichzeitig Marxismus, Leninismus hören mussten. Also beispielsweise passte nur schlecht zusammen. Bei mir war es so, dass ich ja sehr schnell als Dolmetscher eingesetzt war. Ich musste französische Kommunisten durch die Stadt führen. Dabei war immer so ein Apparatschik von der SED. Und ich war verpflichtet, alles natürlich in Wort und Schrift genau zu übertragen, was der mir vorgebracht. Und das habe ich sehr bald verquickt, natürlich mit meinen speziellen Kommentaren. Und das ist mir aber zum Verhängnis geworden, weil bei einem großen Symposium auf Usium hatte ich dann übersehen, dass ich, wenn ich meine Kommentare wieder abgab und mich stolz als Widerständler präsentierte, dass in den Tischbestecken, in den Blumen, Mikrofone versteckt waren. Mhm. Und ich bin dann gewarnt worden, bin schnell rechtzeitig nach der Stasi von der Schippe gesprungen. Und sind nach Westdeutschland gekommen, haben hier sich, glaube ich, einen Antikommunisten genannt, durch und durch. Das war da aber in der linken Kabarettistenszene doch eigentlich irgendwie ein Fremdkörper, oder? Wie war das? Ja, ich habe bloß immer darauf geachtet zu sagen, ich muss die Linken nicht noch links überholen. Ich kann nicht die SED, die ja auch in Westberlin existierte als Ableger, womöglich unterstützen, zu sagen, dann erst darf ich Satire betreiben. Für mich war einfach wichtig, dass ich das mache, was mein Verstand und mein Herz hergaben. Und ich muss nicht der Linkste der Linken sein dafür. War das denn einfach dann in der Szene? Oder hat man sie so ein bisschen scheel angeguckt? Ja, hat man natürlich. Aber das macht mir nichts aus. Ich habe niemals versucht, einfach zu sagen, wie ist der Mainstream, da schwimme ich am besten mit. Sondern ich schwimme gerne gegen den Strom, weil da kommt man am ehesten an die Quelle. Stimmt es eigentlich, dass Sie beinahe mal oder geplant hatten, den DDR-Partei- und Staatschef Walter Ulbricht zu erschießen? Ja, das stimmt schon, aber das würde ich jetzt nicht näher ausführen, weil das habe ich schon im Fernsehen sehr oft erläutert. Es ist ja leider auch schiefgelaufen. Es ist nicht dazu gekommen, sonst säßen Sie vielleicht nicht hier. Das kann sehr gut sein, ja, wären wir beide nicht mehr am Leben. Aber er hat es ja vor mir geschafft. Sie haben sich politisch festgelegt für eine Partei. Sie haben tatsächlich sehr viele Jahre auch für diese Partei gesprochen. Und wir haben einen Wahlwerbespot für diese Partei aus dem Jahr. Es gibt einige, aber wir haben einen aus dem Jahr 1983. Den wollen wir Ihnen zeigen. Und was spricht denn nun für die FDP? Also für mich, ja. Erstens mal für die streikt keiner und für die predigt keiner. Verstehen Sie? Zweitens in puncto Wirtschaft, also ganz klarer Standpunkt, man kann nicht das Geld ausgeben, was man ja nicht hat. Und drittens in puncto Frieden, sind Sie Liberale, und ich kenne ja ein paar von denen, Liberale sind Individualisten. Und Individualisten haben noch nie Kreuzzüge veranstaltet. Also das flammende Plädoyer für die FDP, sind Sie eigentlich immer dann bei denen gewesen? Also
ohne Unterbrechung? Meine große Sympathie strahlte noch aus der Zeit, als ich mit Genscher schon halbwegs befreundet war. Und die FDP ist auch die einzige, ich habe für alle Parteien mal gespielt. Ich war eingeladen, ein Programm zu spielen. Die FDP war auch bei diesem Spot die einzige Organisation, die mich nicht gebeten hat, vorher die Texte lesen zu dürfen. Diesen Wahlspot habe ich auch nur gemacht, weil ich sage, der wird 1:1 so gesendet oder gar nicht. Mhm. Und das haben die das damals auch gemacht, anscheinend auch nicht, hat ihnen auch nicht geschadet. Ja. Nein. Bei mir ist es so, dass ich tatsächlich bei allen Entscheidungen, die ich politisch spreche, treffe, mein Kompass ist quasi, wer garantiert mir meine persönliche Freiheit am besten? Mhm. Denn Freiheit ist ja kein Privileg, was verliehen wird, sondern Freiheit muss immer wieder neu erworben werden. Ich vergleiche Freiheit immer mit Zeit. Wenn man die Zeit hat, denkt man nicht dran und merkt man plötzlich, oh, jetzt habe ich sie verplempert. Mhm. Und so ist es mit Freiheit auch. Sie muss wirklich erkämpft werden. Freiheit ist ein Gut, was stärker wird, wenn man es braucht und bei Nichtgebrauch verkümmert. Und ich fühle mich da bei der FDP gut aufgehoben. Auch heute noch? Ja, heute wieder, ja. Das war nicht immer so. Ich verschenke meine Gunst von Fall zu Fall. Aber ich werde in diesem Fall tatsächlich bundespolitisch gesehen mit beiden Stimmen FDP wählen, ja. Weil Christian Lindner Sie überzeugt, sein Programm, oder weil Sie das Gefühl haben, da ist wieder die maximale Freiheit für Sie drin? Na, ist der Freiheitsgedanke spielt eine große Rolle. Außerdem habe ich natürlich auch Sorge dafür. Scholz ist für mich ein trojanisches Pferd. Die SPD hat einen Kanzlerkandidaten ins Schaufenster gestellt, der quasi das Programm, was dahinter steht, verdecken soll. Es ist hintersinnig zu sagen, wir wollten als Parteivorsitzende nicht, aber wir schieben als Kanzlerkandidaten vor. Ich meine mit Sesken und Borjan und so weiter, Esken und Borjan, würden die ja noch in ihrem Jammertal von 14-15% rumjammern. Das ist schon klug und clever, aber die Frage ist natürlich, was macht der Scholz mit seiner linken Parteifront dahinter? Ich meine, wenn man daran denkt, dass es vielleicht sogar möglich wäre, Rot-Grün-Rot zu machen, dann könnte man tatsächlich sagen, okay, die Linken wollen die Bundeswehr ja am besten abschaffen. Wenn man die Frau Esken zur Bundesverteidigungsministerin macht, dann geht das auch, weil die ist ja abschreckend genug. Also, ich muss auch sagen, dass es für mich schwer zu ertragen wäre, wenn die Partei, die letztens ihre Urwurzel in der SED hat, unter der ich so viel zu leiden hatte, wenn die jetzt mit ihren 6% letztendlich die Regierung mitbestimmt. Mhm. Das wäre auch eine Umkehrung dessen. Das heißt ja, in der Demokratie bestimmt die Mehrheit. Und man müsste dazu fügen mit den 6%, aber die Minderheit entscheidet. Das war bei der FDP natürlich über viele Jahre auch so, dass die dann in einer Regierung dann mit einer relativ geringen Menge an Stimmen dann gemacht hat auch. Übrigens auch mit Angela Merkel. Ich habe noch, weil wir ja über die anderen Parteien auch reden wollen, Angela Merkel wird ja abtreten. Wir haben etwas gefunden, 2005 haben Sie über Angela Merkel geredet und da hat man das Gefühl, da waren Sie noch nie so richtig begeistert. Wenn Angela Merkel Bundeskanzlerin wird, dann wäre das für Deutschland so peinlich, dass ich im Ausland nur noch mit Tarnkappe herumlaufen würde. Sind Sie bei dieser Meinung geblieben bis zum heutigen Tag oder mögen Sie die Frau Merkel heute etwas lieber? Ich könnte mit Adenauer jetzt antworten, diese Quatsche von damals. Nein, ich habe die Meinung geändert. Mhm. Wer 16 Jahre Deutschland vertritt und den Ruf von Deutschland in der Welt so gemehrt hat, dem gebührt Anerkennung. Mhm. Die Flüchtlingskrise war der Punkt, an dem die meisten Geister sich bei Frau Merkel geschieden haben. Sind Sie in dieser Zeit eher auf Ihrer oder auf der anderen Seite gewesen? Auf Ihrer Seite. Ich habe das auch zu Missgunst von Herrn Schäuble in öffentlichen Veranstaltungen geäußert, weil ich glaube, dass gerade diese einladende Geste so viel ausgemacht hat im Ausland. Früher sind wir verdammt worden dafür, für das, was wir an Geschichte auf uns geladen haben. Mhm. Und das war eine Geste der Hospitalität. Ich habe mich damit sehr angefreundet und bin gern ins Ausland gefahren. Ich habe mich damit geschmückt. Es gibt den Vorwurf, dass ohne diese Haltung in der Flüchtlingskrise die AfD gar nicht so groß geworden wäre. Wie sehen Sie das? Ja, diese mehr steht, das stimmt. Man sagt immer, Merkel wäre mit daran schuld. Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin ja Satiriker, das heißt, ich kann gut kritisieren, aber ich kann es nicht besser machen. Mhm.
Sie haben ja eigentlich die AfD erfunden. Das haben wir nämlich gefunden tatsächlich in den 90er Jahren. Es gibt die ARD-Kabarettsendung Spotlight. Ja. Da gibt es eine AfD. Sie sind da irgendwie der stellvertretende Vorsitzende. Die AfD heißt bei Ihnen Aktionsgemeinschaft Freunde der Diktatur. Und wie Sie als FDP, AfD-Politiker damals über die Demokratie gesprochen haben, gucken wir uns auch an. Sie wollen also, wenn ich Sie da recht verstehe, unsere Demokratie abschaffen. Abschaffen ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ausrotten. Wie gedenken Sie denn nun, die Demokratie im Einzelnen abzuschaffen? Nicht im Einzelnen, im Ganzen. Ja, schön, aber wie, wie? Gewaltsam, nur mit Gewalt, anders geht es nicht. Gewalt gegen Gruppen, Gewalt gegen Einzelpersonen, das müssen wir von Fall zu Fall entscheiden müssen. Ja, da werden Ihnen wahrscheinlich nicht alle unserer Zuschauer so ohne weiteres zustimmen wollen, aber... Müssen ja nicht. Also, es ist ehrlich gesagt von heute aus gesehen fast ein bisschen brutal hellseherisch. Ja, das haben mir viele schon bestätigt und das macht natürlich auch Spaß, wenn man im Nachhinein sagt, ich habe Dinge vorausgesehen und habe es damals schon ein bisschen auf die Spitze getrieben. Das hielt man damals noch nicht für möglich, aber wir sind heute schon nah dran. Was? Für mich ist es eben so, wissen Sie, in politischen Dingen, für mich gibt es ja keine Grenze zwischen weißen und nicht weißen Menschen, zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen, zwischen Ausländern und Deutschen. Für mich ist die einzige Grenze, die wirklich politisch wichtig ist, das ist die Grenze zwischen menschenverachtenden Ideologien und freiheitlich-demokratischen Werten. Das ist die eigentliche Grenze, die politisch wirklich eine Rolle spielt. Das heißt also, jeder, der zuwandert und sich... Genau. Jeder, der zuwandert und sich sozusagen dann auch an das Grundgesetz hält, ja, an unsere Verfassung... Das Grundgesetz ist ein stabiler Kompass für eine freie Gesellschaft. Absolut, ja. Und zwar egal, aus welchem Kulturkreis er kommt. Das war, hatten wir ja gerade hier, ja, in der Diskussion. Ja. Mit der AfD und der FDP. Ja. Was war denn das damals? Haben Sie damals das Gefühl gehabt, es gibt einen Rechtsruck? Oder warum haben Sie diesen Sketch gemacht? Es muss ja irgendwas gewesen sein, was Sie umgetrieben haben. Naja, es war ja damals schon so, dass in Frankreich bereits damals war es ja noch der Vater von Emmanuel... Le Pen. Ja, danke. Ah, so, okay. Martin, ja. Le Pen. Und hat sich ja zugespitzt. Es kam ja mehr und mehr dazu. Orban, auch in Polen und so weiter. Also ich meine, dass man einfach sehen muss, wo freiheitlich-demokratische Grundordnungen akzeptiert werden oder wo die Leute nur darauf spielen, um sie dann umzukehren. Und da habe ich eben speziell bei der AfD Schwierigkeiten. Wenn man sieht, wenn deren Leute auf die Straße gehen, also diese Demonstrationen ähneln keinem Freiheitsmarsch. Ja, also das ist für mich zum Teil wirklich bedenklich. Und ich habe ja nun keine Chance gehabt, mit Herrn Kruppeller selbst mal zu sprechen. Möchten Sie das gerne? Ich hätte ihn gerne mal ins rechte Licht gerückt, weil er wird ja von allen Leuten immer so schlecht behandelt und wird immer so angegangen. Ich hätte ihn gerne mal mit zwei, drei Fragen dazu gebracht, mal Farbe zu bekennen. Das wird in den Interviews, finde ich, viel zu selten gemacht. Geben Sie mir mal einen Tipp, was hätte ich denn fragen sollen? Ist er noch da? Ja, weiß ich nicht, aber Sie können mir, ich bin noch da. Naja, stellen Sie mal vor, Herr Kruppeller, also direkt in Ihrer Nähe, direkt neben Ihnen werden vier Deutsche gegen Ausländer handgreiflich. Wie reagieren Sie? Schalten Sie sich ein? Und wenn ja, zu wessen Gunsten? Da gibt es eigentlich nämlich nur eine einzige Antwort als Demokrat und als Mensch. Mhm. Und da hätte ich mir schon mal einen Spaß draus gemacht, zu sehen, wie er sich daraus redet. Ich merke mir das. Und trotzdem, also wir müssen ja bei rechte Tendenzen, das ist, Sie sagen die AfD, es gibt aber auch gerade heute eine Diskussion über ein Plakat, das aufgehängt wurde von einer kleinen Partei, die heißt Der Dritte Weg, das ist eine rechtsextreme Partei. Auf dem Plakat steht Grüne, hängt die Grünen. In Bayern haben Sie das sofort abgeräumt? In Zwickau wollte die Stadt das abräumen und jetzt gibt es einen Entscheid vom Verwaltungsgericht in Chemnitz. Sie sagen, nee, die Plakate dürfen hängen bleiben, denn das ist immer noch irgendwo im Rahmen der Meinungsfreiheit. Was empört Sie mehr, so ein Plakat oder das Urteil eines Verwaltungsgerichts? Das ist für mich geähnelt einer Katastrophe. Da hat Meinungsfreiheit wirklich ihre Grenzen, weil das ist eigentlich das Straftatbestand zu einer Körperverletzung und müsste eigentlich juristisch verfolgt werden.
Ist noch nicht rechtskräftig. Wir gucken, wo das hingeht. Sie haben selber Applaus bekommen von Querdenkern. Wir haben ja geredet über Corona-Maßnahmen. Ihr Theater war ja unter Druck. Ich weiß, dass Sie hier kämpferisch gesprochen haben. Sie wollen es gerne offen halten. Das heißt, Sie haben diese Maßnahmen kritisiert. Und dann kamen die Querdenker und haben gesagt, ja, der gehört zu uns. Was würden Sie denen denn sagen? Ich werde gern schnell von den Leuten vereinnahmt, aber letzten Endes ist es so, man muss eben genau lesen und genau die Mimik beobachten, dann weiß man, was ich meine. Sicherlich äußere ich mich manchmal so, dass es vielleicht missverständlich sein könnte, aber da es ja ironisch gemeint ist und satirisch gemeint ist, muss man einfach den Hintergrund sehen. Also eine Absage an die Herren. Ja, das ist selbstverständlich. Also für mich ist es, Milliarden von Menschen in der ganzen Welt wären dankbar für die Spritzen, die privilegierte Bundesbürger verschmähen, entweder aus Faulheit oder aus Bequemlichkeit oder als falsch verstandener Skepsis dem Staat gegenüber. Das ist eine Katastrophe. Und jetzt kommen wir noch mal zu der Frage, die wir hier gerade hatten. Sehr konkret, ab dem Wochenende in Berlin, das Schlossparktheater, das Sie als Intendant schon lange führen, um das Sie gekämpft haben. Damals haben Sie diese Entscheidung verloren. Trotz Sicherheitskonzept konnten Sie nicht. Jetzt dürfen Sie quasi entscheiden. 2G, also Geimpfte und Genesene, oder 3G. Wie entscheiden Sie sich? Ich finde 2G das schon seit längerem, dass es wahrscheinlich die richtige Lösung wäre. Ich bin dafür natürlich auf keinen Fall eine Impfpflicht, aber die sich nicht impfen lassen, müssen eben damit leben, dass sie wahrscheinlich ein bisschen vereinsamen und dass es auch teuer wird, weil sie die Testpflicht jetzt dann irgendwann selbst bezahlen müssen. Wichtiger ist für mich aber dabei, dass die Maßgaben der Politiker und auch von den Drosten und so weiter so missverständlich sind und so schwammig sind, dass die Zuschauer sich überlegen, ob sie Lust haben, sich eine Theaterkarte zu kaufen. Wir haben eine Produktion da, die sensationelle Kritiken bekommen hat. Da ist das Stück gut, die Inszenierung gut. Das ist ein Riesenerfolg zur Eröffnung unserer 13. Spielzeit. Aber wir spielen im Schnitt vor vielleicht 30% Auslastung. Das heißt, ein reiner Zuschussbetrieb. Es geht da nicht um Geld. Es geht einfach nur darum, dass Leistung nicht mehr gewürdigt wird, weil Politiker sich unklar ausdrücken. Und das heißt also, wenn Sie jetzt voll besetzen können mit 2G, ist das ein Anfang, aber Sie haben Angst, die Leute trauen sich gar nicht, weil sie gar nicht so ganz genau wissen, was da jetzt passiert. Naja, wir arbeiten dran. Also ich bin da ja ständig aufklärerisch tätig und wir haben ja eine gewisse Stammkundschaft und ich versuche, mit denen in Kontakt zu kommen. Und es ist auch ein Aufwind zu spüren, aber es ist ein schwerer Kampf im Es reicht jetzt nicht mehr, eine gute Arbeit abzuliefern. Man muss dazu auch noch den Leuten beibringen, dass sie bei uns sicher sind. Es hat sich noch nie jemand im Schlosspark da angesteckt. Wir haben das idealste Hygienekonzept überhaupt, als exemplarisch bezeichnet vom Senat. Die Leute werden sehr gut betreut in jeder Hinsicht. Und wir halten sogar Abstände ein, obwohl wir dazu nicht mehr verpflichtet werden. Also wir tun alles dafür. Jetzt müssen sie nur noch kommen und sich bei uns wohlfühlen. Das wünsche ich Ihnen. Vielen Dank für das Gespräch. Dieter Haller-Forden.